feel good time. From now on every day, we'll wake up to a different style. One time we'll stand still in this endless adventure. Move your world and think free. Herzlich willkommen zur neuen Sendung SDF Südtirol Golf. Wir befinden uns heute in Lana, einer der schönsten neuen Lochanlagen Südtirols, zu Besuch bei der 2011 Sally Fashion Golfino Trophy. Schauen wir uns den Platz mal genauer an. Die Anlage in Lana ist eine der schönsten in Südtirol. Ein 9-Loch-Platz, der allen Ansprüchen, egal ob von Anfängern oder Singlespielern, gerecht wird. Der Par 70 Kurs hat eine Länge von knapp 5600 Metern und liegt inmitten von Obst- und Weinanlagen, am Rande eines Biotops. Jede Bahn hat ihre besonderen Reize. Der Erfolg der Sally Fashion Golfino Trophy ist vor allem auch dank einer perfekten Platzbeschaffenheit möglich. Jede Anlage hat ihre besonderen Bahnen. Gemeinsam schauen wir uns nun die sogenannten Signature Holes in Lana an. Wir sind auf Loch 1. Obwohl das erste Loch, ein Par 4, nur eine Länge von 360 Metern aufweist, steht der Spieler mit einer leichten Anspannung am Abschlag. Denn vor ihm liegt nicht nur ein wunderschöner Blick ins Edgetal, sondern auch die scheinbar enge Landezone für den ersten Schlag. Ideal wäre hier ein Eisen 5, knapp unterhalb der Welle aufs Fairway platziert. So lässt sich der zweite Schlag mit einem Eisen 6 oder 7 mühelos aufs Green platzieren. Mit 2 Putt ist das erste Par geschafft. Von der 1 schauen wir nun aufs Loch 4. Für viele eines der schwersten, denn vom Eagle bis zum Out ist alles möglich. Der Singlespieler schlägt an diesem Par 5 mit dem Holz 1 ab. Wir empfehlen hier jedoch die etwas sichere Variante. Wir wählen ein Eisen, denn rechts und links droht das Aus. Die Distanz von 430 Metern ist mit 3 Eisenschlägen ohne Problem zu bewältigen. Einzig der dritte Schlag übers Wasserhindernis erfordert etwas Coolness. Das Green liegt am Rande eines wunderschönen Biotops, verteidigt von Wasser und Bunkern. Vom Viererloch begeben wir uns nun auf die 9. Bahn in Lana. Der Abschlag bietet einen beeindruckenden Blick auf Lana bis hinein ins Passaiertal. Dieses 464 Meter lange Par 5 zeigte schon so manchem Spieler die Zähne. Immer dann, wenn der Spieler nur noch seine Punkte im Auge hat, kann es teuer werden. Egal, ob ein verzogener Schlag links in den Wald oder das Button auf dem trickreichen Green. Mit einem Par kann man hier zufrieden sein. Schauen wir nun direkt ins Turniergeschehen hier in Lana. Ein Golftag an Spannung kaum zu überbieten. Die Sally Fashion Golfino Trophy startete heute mit 2 Kanonenstarts ins Turnier. Der erste um 8 Uhr morgens, der zweite um 14 Uhr. Nicht selten gibt es dabei aufgrund von wechselnden Wetterlagen unterschiedliche Verhältnisse, weil beispielsweise der Wind dreht oder Regen das Spiel erschwert. Heute hatten die über 100 Teilnehmer bestes Wetter bei angenehmen Temperaturen. Der Platz selbst war in sehr gutem Zustand und die schnellen Greens ein Genuss. Im Bild sehen wir den späteren Sieger Franz Pföstl. Der Passaierer mit Handicap 0 dominiert seit Jahren das Golfgeschehen im Land. Die Qualität seines Spiels wird auch beim eben gesehenen Putt vom Vorgrün des 8. Lochs deutlich. Er locht diesen wichtigen Putt souverän und rettet das Par. Heute ist unsere erste Sally Fashion Golfino Trophy hier in Lana. Wir hatten 104 Mitspieler. Leider konnten nicht alle mitspielen, weil der Andrang viel zu groß war. Unser Geschäft gibt es jetzt seit einem Jahr und wir freuen uns auf viele weitere schöne Golfturniere. Nach einem leckeren Abendessen im Clubrestaurant in Lana warten die Teilnehmer gespannt auf die Siegerehrung. Andrea Rudolph, Turniersponsorin und Chefin vom Sally Fashion Store in Lana, prämiert heute die Sieger
in den verschiedensten Kategorien mit trendiger Golfbekleidung aus ihrer neuen Kollektion. Der Gesamtsieger Franz Pföstl zeigte sich zufrieden mit seiner Leistung. Ja, beim 5er Loch starten ist eigentlich ganz fein. Danach kamen zwei schwierige Löcher. Beim 7er habe ich leider einen zweiten Schlag verzogen. Und beim 8er habe ich auch Screen angefällt und dann zweimal zwei Chip und zwei Putt gemacht. Und ab 10 habe ich eigentlich sehr regulär gespielt mit 3 Birdie und Bogey. Ich bin eigentlich mit dem Spiel ganz zufrieden, durch den, dass ich dieses Jahr nicht so viel trainiert habe. Habe ich eigentlich relativ gut gespielt, lange Schläge ganz gut und aufs Green auch gut gebattet. Hat mir kein besser gehen, aber bin eigentlich recht zufrieden. Nächste Woche habe ich internationale Italienmeisterschaften, wo ich 3 Tage spiele in Villa d'Este. Danach spiele ich Presidents Cup, das ist eines von den wichtigsten Turnieren von der Mitamateurserie. Und danach spiele ich noch Europameisterschaft in Norwegen um über 35. Mit einer schwungvollen Modenschau aus dem Hause Sally Fashion endete der Abend. Eine Einladung zur Sally Fashion Golfino Trophy 2012 mit auf dem Weg. ARA Shoes steht für tragbare Schuhmode erstklassiger Qualität, die ansprechendes Design mit perfekter Passform vereint. Seit über 10 Jahren gibt es den Vertrieb in Italien, mit Sitz in Kaltern und mit 3 firmeneigenen Shops in Bozen, Brescia und Prato. Trendige Schuhmode mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, unterschiedlichen Leistenformen, geeignet sowohl für schmale Füße wie auch für voluminösere Weiten und Einlagen. Tragbare, bequeme und sportliche Mode für jeden Tag, für Damen und Herren. ARA Shop Bozen, Fahrplatz 8. Ankommen, sich fallen lassen, genießen. Interrel Building Automation bietet die optimale Lösung des Managements der elektrischen Anlage eines Hotels. Komfortabel, vielseitig, kostensenkend. Ein System, das einfaches und schnelles Bedienen ermöglicht und so sofortiges Wohlbefinden des Gastes hervorruft. Eine optimale Nutzung der Energie im modernen Hotel. 30% Ersparnisse bei Kühlung, 20% bei Heizung, 15% bei Elektroenergie. Interrel Building Automation. Südtiroler Technologie mit Know-how und Design für Ihr Hotel. Nicht nur in Lana wurde Golf gespielt. Die Turniersaison ist bereits im vollen Gange. Einige große Turniere wurden gespielt. Schauen wir nun zu den Ergebnissen. Sally Fashion Golfino Trophy Golfclub Lana, 30. April 2011. Gesamtsieger Franz Pföstl des Golfclub Basaya plus 1. Erste Kategorie Clemens Kaserer des Golfclub Lana, 41. Zweite Kategorie Walter Gasser des Golfclub Basaya, 38. Dritte Kategorie Federico Bertacchi des Golfclub Lana, 48. Marlena Golf Cup 2011 des Golfclub Lana, 7. Mai 2011. Gesamtsieger Reinhard Werth des Golfclub Lana plus 6. Gesamtsieger Tatjana Finger des Golfclub Freudenstein plus 15. Erste Kategorie Clemens Kaserer des Golfclub Lana 41.
Zweite Kategorie: Walter Gasser, des Golfclub Assaia, 38. Dritte Kategorie: Federico Bertacchi, des Golfclub Lana, 48. Hotel Martiner Hof Golf Cup, Golfclub Passaia, 7. Mai 2011. Gesamtsieger René Mussner, des Golfclub Freudenstein, plus 1. Gesamtsieger Monika Pfitscher, des Golfclub Passaia, plus 12. Erste Kategorie Thomas Brandstetter, des Golfclub Passaia, 41. Zweite Kategorie Monika Pfitscher, des Golfclub Passaia, 39. Eine traurige Nachricht hat vor einigen Tagen die Golfwelt erschüttert. Einer der größten Spieler, der Spanier Severiano Ballesteros, ist in den Folgen eines Gehirntumors verstorben. Der spanische Golfprofi Severiano Ballesteros war 2007 wegen Rücken- und Herzbeschwerden zurückgetreten und im Oktober 2008 auf dem Madrider Flughafen zusammengebrochen. Beim ersten öffentlichen Auftritt nach der Chemotherapie wurde der fünffache Majorsieger, dreimal British Open, zweimal Masters, im Mai 2009 mit Standing Ovations begrüßt. Ballesteros hat 87 Turniere gewonnen, davon 50 auf der Europatour, weshalb er auch als bester europäischer Golfer aller Zeiten gilt. Den Ryder Cup hat er sich gleich fünfmal gesichert, davon 1997 als Europakapitän. Liebe Golffreunde, hier endet die erste Sendung Südtirol Golf auf SDF. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn Sie wollen, sehen wir uns beim In Südtirol Hole-in-One Cup 2011, diesen Samstag in Passaia. Auf Wiedersehen! A different style. One time we'll stand still in this endless sunshine.